Moin, ihr Lieben, da sind wir wieder. Ich habe wie gesucht, da noch die paar Minuten abgewartet, noch einmal Stall angesetzt, aber trotzdem, Vieh kam da jetzt auch nicht mehr raus. Der braucht einfach zu lange zum Schmelzen. Und wir brauchen ja auch noch das geschmiedete Eisen. Das wird knapp mit der Horde, da alles ordentlich so hinzukriegen, wie ich es mir denke. Aber gut, erstmal abwarten. Jetzt bin ich erstmal auf dem Weg zu Jin, damit wir unsere Quest abgeben können. Gucken wir mal, was den Stufenausstieg hat. Glaube ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich meine, wir hatten erst vor kurzem einen. So, ach ja, hier ist ja noch die umgesetzte Djinn, warum auch immer. So, auf jeden Fall. Wählen wir jetzt schnell rein, auf hat sie ja inzwischen. Mal gut gehen, mal gut gehen. Gucken bräuchte ich jetzt nicht, das haben wir ja erst letzte Folge. So, naja, die bringt 3,44. Gut, wir nehmen die Armbrust. Nein, Stufenausstieg hat sie nicht, wie vermutet. Die werden wir gleich verschäbeln. Dann machen wir, glaube ich, hier erstmal weiter. Nachtquests brauchen wir jetzt nicht machen. Der Tag hat ja gerade erst angefangen. Was haben wir denn hier? Bahn 02. Das müsste irgendeine Scheune sein. Aber ich glaube, die haben wir noch nicht gemacht, ne? Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Da kann ich mich definitiv nicht dran erinnern. Ich glaube, die haben jetzt aber auch geändert. Ich muss mal kurz was googeln. Haben wir hier alles mitgekriegt letztes Mal? Ja, haben wir. Mit den Quests, das waren ja anfangs mal 5, ich glaube, jetzt sind es 7. Wurde mir zumindest gesagt, die man jetzt braucht, bis der Händler eine Stufe abhat. Habe ich gar nicht mitgekriegt, das musste denn mit der B238 passiert sein. Seitdem gab es ja bis jetzt kein Update mehr. Geht, glaube ich, auch erst nach den Feiertagen weiter, also im nächsten Jahr. Na gut, wir sind im nächsten Jahr, aber für mich ist noch vor Silvester, wo ich das hier aufnehme. Ihr seht es ja erst im nächsten Jahr. Auf jeden Fall kommen da wohl erst die nächsten Updates. Die sind im Weihnachtsurlaub die Guten. Das soll irgendwie gehen sein. Die haben die Alpha ja auch relativ gut spielbar gekriegt. Also daher kann man sich da nicht beschweren. Och hier. Dort ist die Gute. Unsere alte Heimat aus Staffel 2 in Alpha 19. Nehmen wir sie mal an. Und ein paar mehr Zombies sind hier als damals, wa? Sieht ganz danach aus. Den steht mal auf, Jungs. Da ist der Stevie. Bitte. Wo ist der Rest? Komm, wir machen hier Halbi. Ja, hier sind ein paar mehr. Sehr schön. Hallo, Halbi. Warte mal, Halbi. Du kriegst eine Sonderbelohnung. Wie immer. Bitte. So viel Zeit muss sein. Da ist noch die gute Mutti. Und noch so ein Halbi. Warte mal. Halbi. 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 Mutti, runter von Halbi. Was hast du für ein Benehmen? Du dumme Kuh. Weg mit dir. So geht man doch nicht mit Halbi um. Und noch so einer. Komm ab! Schlimm, schlimm, schlimm. So geht man doch nicht mit Halbi um, Mensch. Genau. Oh, ein Viertel die. Entschuldigung. Haben wir jetzt ein Viertel Halbi. So, was sollen wir machen? Selber Gebiet und Vorräte suchen. So, ich glaube, die Schweine, die gehören damit zu, ne? Aber selbst wenn sie nicht damit zugehören, wir brauchen das Fleisch. Sehr schön, sehr schön. Ich hätte vielleicht vorher einmal die Schweine töten sollen. Wäre wohl, glaube ich, schlauer gewesen, hätte ich sie doppelt holen können. Wunderbar. Wunderbar. Ist jetzt nicht schlimm. Hier. So. Dann kann man raus. Immerhin, 74 Fleisch. Kann man sich da auch nicht beschweren. Die gehören auf jeden Fall, glaube ich, echt damit zu. So, den nehmen wir noch einmal mit. Ich weiß nicht, ob da noch mehr Zombies liegen. Ich hoffe nicht. Aber das werden wir sehen. So, Herrschaften, einmal aufwachen. Danke. Der Stumpfi und der Schoddy. Alles klar. Du einmal. Ah, komm, das kriegen wir hin. Hier war, glaube ich, sowieso nichts drin. Bin mir da jetzt nicht sicher? Nein. Ja, eigentlich brauche ich auch kein Gammelfleisch mitnehmen, aber ich tue es trotzdem. Einfach nur der Ordnung halber. So, Blei nehmen wir nicht mit, aber den da. Sehr schön, sehr schön. Aber hier gibt es zumindest gute Ressourcen. Das kommt mit. Das kommt mit. Das kommt mit. So, da geht's eh nur raus. Wir kennen die schon hier. Hier haben wir mal eine Zeit lang gewohnt. Für einen kurzen Moment oder so. Der kommt noch einmal mit. Sehr schön. Den gehen wir hier einmal reingucken. Gut, Pinsel brauchen wir jetzt auch nicht mehr wirklich. Da. Ah. Gut. Aber zumindest Ressourcen. Hier ist unsere Tasche.
Die brauchen wir auf jeden Fall. Wunderbar. Zack. Das kommt hier alles mit, vor allem wie sie so schön in der Luft schweben, ne? Wunderbar. Den einmal hoch. So. Zack. Das einmal. Alles Material hier, in dem man gebrauchen kann. Naja, zumindest das Holz. Der Rest da. Okay. Sehr schön. So. Den einmal hier noch. Ah, den brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Den nehmen wir mal mit, das soll sowieso. So, und da sieht's noch so ein Joe. Gut, die Sachen holen wir uns gleich auch noch. Ey, Joe. Komm mal hoch da, genau. Trabern. Bitte. So, Quiz fertig. Sehr schön. Noch ein bisschen Benzin. Hoffentlich mal Antibiotika. Nö. Frag mich nicht, warum ich den gerade benutzt habe. Ich weiß es nicht. Eigentlich totale Verschwendung. Aber gut. So, das brauchen wir nicht. Ist voll. Ja, jetzt nicht mehr. So, das wurde das Mäßig mal wieder. So, hier noch ein bisschen. Na, der kann weg. Die benutze ich jetzt nicht. Wir sind ja gerade voller Leben. Ah, ja. Rezept Chili Hotdog. Sehr schön. Das können wir auch gleich zerschreddern. Muni kommt mit. Vielleicht haben wir hier noch ein paar Schemdöschen drin. Dann hat sich das hier ja schon fast gelohnt. Naja. Aber dafür eine irre Soße. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Auf jeden Fall. Da können wir später gute Reibach mitmachen. Lohnt sich natürlich erst, wenn der Händler hochskillt ist. Das ist klar. Woher lohnt sich das nicht? So. Und hier, dann können wir auch gleich zerschreddern. Das nehmen wir nochmal mit. Hier haben wir vielleicht noch ein Ei. Nö. Gut, den haben wir die Quiz fertig. Den schnell zurück, damit wir nicht wieder Zeit verlieren. Gut. Und ich könnte ja eigentlich einmal... Ich meine, im Moment haben wir gerade Platz, ne? Da wir ja eh Mechanical Parts und sowas brauchen. Das Auto hier zerlegen, ne? Schaden kannst du übrigens nicht. Guck mal, da kommen wir schon ein bisschen Mechanical Parts raus. Du bist überlastet. Das sind wir gleich aber nicht mehr, mein Freund. Wir haben die Gitarre Morbid. Gut. Schon wieder zu viel Benzin? Ah, tanken wir gleich rein. Das rein. Das kann ich gleich bei ihr verschäbeln, aber das kann rein. Die sowieso, das auch. Durs. Ah, zum Verkaufen haben wir jetzt nicht allzu viel gefunden. So, und die Drahtpflicht raus. Das nimmt nur unnötig Platz weg. So, danke Ihnen. Jo, guck in den Bastard. Sehr schön. Dann fahren wir einmal schnell wieder hin, da Jen. Geben die Quest gleich wieder ab bei ihr. Wunderbar. Ich vermisse so ein bisschen, auch wenn es auf dem Moped nicht ganz passt, aber wenn man rückwärts fährt, dieses LKW-Piepen. Piep, ich weiß nicht. Würde ich cool finden. Aber egal jetzt. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal ein Motorrad oder so. Aber müsste nicht eigentlich auch der nächste Airdrop kommen, so langsam mal? Ich glaube, ja. Ich glaube, heute ist es so weit mit Airdrop, bin mir nicht ganz sicher. Aber der kommt sowieso meistens gegen Mittag. Ist mir immer so aufgefallen. Da haben wir noch etwas Zeit. So, hallo Jin. Sehr schön. Ich guck gleich auch nochmal, ob du Gemdöschen hast. You again. Antibiotika, die nehmen wir auf jeden Fall. Jetzt haben wir unseren Abgang. Sehr schön. Pflasterstein. Gut, Pflasterstein ist aber schon mal besser als nix. Da braucht man nicht mehr ganz so viel aufwenden. Aber ehrlich gesagt... Stoffrüstungspaket kannst du behalten. Die Werkbank auch. Darf ich nicht alles nehmen? Scheiß drauf auf die Blöcke. Ich muss die Nagelschusspistole nehmen. Es geht nicht anders. Tut mir leid. Es geht nicht anders. Also, wo führt sie uns denn hin? Trader Jewel, schon wieder. Lass mich raten. Er da? Nein? Diesmal nicht? Warte mal. Das führt genau in die Richtung, die ich gucke. Und ich gucke nach hier unten. Also unser... Das ist unser. Alles klar. Führt uns wieder zurück nach Hause. Okay. Aber wir haben eine Nagelschusspistole. Dann ist ja schon mal was. Wir haben eine Nagelschusspistole. Gut.
Gut, hier können wir bei ihr im Moment nichts machen. Sie ist zwar jetzt auf Stufe 3, aber sie kriegt erst Stufe 3 Quests am nächsten Tag. Das heißt, wir können erstmal in Ruhe nach Hause tingeln. Mehr können wir hier jetzt echt nicht machen. Apropos zu Hause, wo ist es? Die Richtung. Gut. Das geht erst am nächsten Tag. Aber das hätte auch echt den letzten Tag noch machen können, ne? Aber gut. Geht ja jetzt gerade nicht anders. Mit Stufe 3 wird es doch schon etwas interessanter bei ihr. Gut, dann fahren wir jetzt erstmal nach Hause. Mal gucken. Und wir haben hier so eine Nagelschusspistole. Da würde auch das Aufwerten gehen. Vielleicht machen wir es auch so. So kriegen wir zumindest noch ein bisschen dringend benötigte EP, ehrlich gesagt. Weil... Hey, fahr. Unsere Game Stage ist mittlerweile auf 69. Ich denke mal, vor der Horde sind wir definitiv noch 70. Und wir haben, naja, auch gar nicht die benötigten Skillpunkte. Das könnte auch so ein Problem werden. So, da ist doch unser guter Joel. Gut, wir geben kurz die Quest ab. Ich will kurz gucken, ob er was Neues hat. Weil wir waren ja schon längere Zeit nicht mehr eben. Der müsste auch Waren Restock gehabt haben, die wir noch nicht gesehen haben. Oh, unsere Nachbarn begrüßen uns auch schon. Hallo, Vetter. Genau, ich kümmere mich sofort um dich. Sehr schön. Was gammelst du da rum? Ich hab dich eingeladen, herzukommen, Mensch. Genau. Ist ja schlimm. Bin ich das Huhn? Bezweifle ich. Oh, hat geklappt. Okay. Jo, wir sind der Hühnerschrecker von 7 Days. Gut. Wir gucken halt mal kurz bei ihm rein. Fleisch kann man immer gebrauchen. Daher, zudem unser Essen ja noch auch nicht mal allzu lange reicht. Wir müssen bald kochen. So, den lass mich mal rein, mein Freund. Shorten dich, da zieht. Und den geht halt hier weiter. Na? So, mein Freund, jo, das wissen wir. Aufgaben hast du 5er, das wissen wir auch. Wir wollten hier gucken. Ob du hier irgendwo hast. Militärwissen Stufe 3, die haben wir doch eh an, ne? Nachtsichtbrille brauchen wir nicht. Nein. Die Schmiede das Stall, den würde ich lieben gerne mitnehmen, ehrlich gesagt, weil unser wird eh knapp werden. So viel Geld haben wir nicht dabei. Ah, gut, wir können gleich einmal noch Geld holen. Ich gucke erstmal weiter. Bauplan, Tragschrauber, Zubehör, den brauchen wir jetzt im Moment auch nicht. Rad nicht. Gefechte der Stadtbahn 7. Urbane Gebäude eroberst du Raum für Raum. Du nimmst 5% weniger Schaden und teilst 10% mehr Schaden aus, wenn du drinne bist. Das kaufen wir mal. Schrotmuni brauchen wir nicht, den Rest brauchen wir auch nicht. Gut. Wir holen uns gleich noch den Stall. Wir holen uns ein bisschen Geld von zu Hause. So, mein Freund, ich habe aber trotzdem noch was für dich. Hier die Geldscheine. Die kriegst du noch. Den heben wir mal auf, packen wir aber erstmal zu Hause rein. Wir nehmen jetzt die Nagelschusspistole. Ich komme gleich nochmal wieder, mein Freund. Ich komme definitiv gleich nochmal wieder. Sehr schön, sehr schön. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und den einmal schnell nach Hause. Ist ja nicht weit. Haben gutes Fleisch. So, Ding, mal gucken, vielleicht kriege ich ein bisschen Speck mit eigenen Händen. Ich weiß nicht, ob ich das inzwischen schon kann, das werden wir sehen. Aber Zeit wird es. Und es wird wirklich Zeit, dass wir mit der Base anfangen. Wirklich, wirklich Zeit. Wir kriegen echt Probleme. So, hier hatte ich nichts mehr reingepackt, oder? Kein Kommentar, ich dachte, das Ding wäre leer. Schon wieder vergessen, dass ich da was reingepackt habe. Okay. Naja, kann passieren. Meine Nase, das ist dumm. Echt, ich hau mir da irgendwann bald mal drauf. So, gut, Fleisch ist mich auch schon voll. So, warte mal, wir nehmen mal den Fleisch mit, wir nehmen mal die Eier mit. Vielleicht kriegen wir ja irgendwas geköchelt. Mal gucken, wir brauchen eh was. Da kann rinnen. So, hier passt da auch bestimmt noch ein bisschen was rein. Ja, hier haben wir ein bisschen überschüssige Muni. Ja, doch, von einem bisschen. So, und hier kommen die Verkaufssachen, die wir gerade nicht haben. Das können wir übrigens gleich alles mal mitnehmen, wenn wir zu ihm hingehen. Der kann reingehen, genau. No? So, warte mal. Hier ist noch Muni. Die habe ich gar nicht gesehen.
So, und hier kommt den. Na, 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 na. Die bleiben hier, mein Freund. Die bleiben hier. So, die bleiben auch hier. Genau wie das hier bleibt. Den können die Knochen rein, der rein. Das kommt noch in die Schmiede. So. Geh ich mal kurz hier Luki-Luki machen. Was ist denn hier los? Die ist komplett leergebrannt. Hat aber auch nichts mehr drin. So, jetzt hat er auch mal wieder ein bisschen was eingeschmolzen. Sehr schön. Den setze ich nochmal einen Schwung an. Ah, weit werden wir damit nicht kommen, aber... Es ist ein Biesle. Gut, den gucke ich mal, ob ich Speck mit Eiern hinkriege. Ich weiß es nicht. Halt. Woher stecke ich mein Geld ein? Das haben wir hier. Zack, zack. Und haben wir irgendwelche Mods, die wir... Das alles für Werkzeuge und so. Ne, warte mal. Wir nehmen das mit, wir nehmen den mit, den mit, den mit. Das verkaufen wir alles. Dafür haben wir aber nichts. Das kriege ich vielleicht noch auf die Waffe. Muss ich mal gucken. Die soll weg. Das ist so hier alles weg. Da kriegen wir vielleicht noch... Also die ist eh schon auf dem Helm, ne? Ja. Das kriegen wir vielleicht noch auf die Axt. Genauso wie das. Aber der Rest... Das vielleicht noch aus Gewehr. Das weiß ich aber nicht. Müssen wir gucken. So. Wir ändern. Da kriegen wir... Na, zumindest das kriegen wir rauf. So. Und auf die Axt kriegen wir auf jeden Fall... Das rauf, das rauf. Gut, passt nur eins rauf. Aber das passt doch auch hier rauf, oder? Jo. Sehe schon. Damit zumindest ein paar Mods wieder los. Reparieren will ich es ehrlich gesagt jetzt nicht. So viele Reparaturkits habe ich noch nicht. Aber wir haben hier wieder ein bisschen mehr Platz. Oh, warte mal. Den kann ich auch verkaufen. Den kann ich verkaufen. Die kann ich verkaufen. Schrotflintenteile. Noch nicht. Die noch nicht. Aber den. Den. Schaltwerkzeugteile auch noch nicht. Gewehrteile können weg. Das kann weg. Gut. Das werde ich mich jetzt gleich alles mit bei ihm verschäbeln. Damit wir mal ein bisschen Platz kriegen. So. Da liegen sogar noch 10 Fleisch drin. Ganz vergessen, dass wir noch Fleisch drin haben. Da war der mal. Der kriegt erstmal ein bisschen Holz dazu. Den Prostat. Und können wir Speck mit Eiern? Können wir. Sehr schön. Ich meine, viel ist das nicht. Aber besser als nix. So, den machen wir uns noch ein bisschen gegrilltes, würde ich sagen. Wie viel kriegen wir hin? 32, so viel brauchen wir auch nicht. Wir machen mal 10, dann haben wir erstmal ein bisschen was. So. Sehr schön. Restfleisch packe ich kurz wieder raus. Und den gehen wir nochmal kurz zum Händler. So, das rein, das rein. Dann passt das auch wieder. Siehst du mal, das Ei, das kommt auch wieder rein. Sehr schön. Den noch einmal schnell rüber. Muss ja, muss ja, muss ja. Und dann gucken wir mal. Dann würde ich sagen, wir packen uns dann gleich nochmal den Cobblestone ein. Ich glaube, den brauchen wir nicht mehr für die Hordenbase. Bauen den erstmal, würde ich sagen. Fang an zumindest, fang an. Das ist, das wird dauern, bis wir es fertig haben. Aber wir müssen ja auch mal irgendwann anfangen. Zumindest... Ich würde sagen, wir machen das denn aus Holzblöcken. Aber werten das schon mal auf zu Cobblestone und machen das später aus Beton. Wohl, gut, jetzt mit der Nagelschusspistole geht das und wir kriegen zumindest die wertvolle EP mit. Einen Punkt haben wir auch schon wieder, aber guck mal, wir brauchen jetzt noch 3 Punkte, um auf Stufe 10 zu kommen. Dennoch mal den 4. Punkt für Prügelpeter. Das dauert alles ein Weilchen. Da kann man sich doch bei jedem EP-Popel freuen, den man mitkriegt. Gut. So, mein Freund, ich habe dicke Sachen für dich. Hier kommt Onkel Dicke Hose. Zu Onkel, gib Geld her. So, mein Freund, mein Geld kriegst du nicht. Du kriegst dort, dort, dort. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt meine Sachen nicht verkaufe. Das ist nicht meins, ne? Nein. So, das ist auch nicht meine. So, die kriegst du, die kriegst du. Gibt zumindest ein bisschen Kleingeld, ne? So, die kann er nochmal haben. Und natürlich das Geld nochmal. Sehr schön. Ein bisschen gab's ja. Wunderbar. Und jetzt können wir uns den Stall kaufen, ne? Wo war er denn? Wo war er denn? Der gute Stall? Da. Den können wir auf jeden Fall gebrauchen. Wunderbar. Und mehr Brauchbares hatte der gute auch nicht. Ah, ich gebe jetzt kein Geld für 240 Eisen aus. Das lohnt sich nicht. Säure, ehrlich gesagt. Hat eh nur den einen? Den würde ich gerne mitnehmen. Säure ist Mangelware.
Ansonsten hat er auch nichts. Hier war auch nichts weiter, ne? Das ehrlich gesagt. Den werden wir irgendwann mal fertig kaufen. Schrotflinten-Muni brauchen wir nicht. Ne, sonst hat er ja nichts. Quers will ich jetzt gar nicht annehmen von ihm, ehrlich gesagt. Und ich glaube, wir haben auch noch eine von ihm, wenn ich mir nicht täusche. Und die Fünfer will ich jetzt aktuell noch nicht machen. Da fehlt uns echt die Ausrüstung dafür. Das überleben wir nicht. Boah, das ist mir im Stream passiert. Da war ich in einer Fünfer-Quers im Apartment. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber da ist das ganze Gebäude gleichzeitig wach geworden. Da kam von allen Seiten Zombies von oben unten. Ich wusste gar nicht mehr, wohin. Muss sagen, ich habe eine Zeit lang durchgehalten, aber irgendwann fing das dann an zu ruckeln, weil das mit den Zombies kein Ende nimmt und irgendwann bin ich dann abgenibbelt. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Auf jeden Fall sind die Fünfer-Quests schon übel mittlerweile. So, Morbid müsste jetzt aber definitiv leer sein. Denn bewegen wir uns gleich zu der Stelle, wo wir mit unserer Base anfangen wollen. So, warte mal. Einmal kurz das Geld wieder wegpacken. Zack. Zack, zack. Haben wir immer noch genug. So ist es nicht. Die Säure, die kommt damit rein, wo sie reingehört. Hier nicht. Wo haben wir sie denn? Da. Sehr schön. So, der ist ja noch beschäftigt hier. Jo, den packe ich das da auch erstmal mit zu. Wunderbar. Kriegen wir zumindest ein bisschen. So, ich glaube, dass wir den mit den Spikes zu Eisen machen, kann ich erstmal knicken. Falsch. Den nehmen wir uns hier erstmal den Cobblestone mit. Da haben wir zum Glück eine ganze Ecke von. Sehr schön, sehr schön. Frames haben wir auch. Den bewegen wir uns doch jetzt mal hin. So viel Zeit muss es sein. Und, naja. Erstmal müssen wir ja mit der Mauer anfangen, ne? Damit ich ungefähr weiß, wie ich innen drin bauen kann. Also das soll ja quasi... Wenn es eine Burg wird, brauchen wir auch eine Burgmauer auch rum. Ich möchte die Mauer aber gerne so haben, dass quasi in der Mitte ein Garagentor steht, was man auf und zu machen kann, auch wenn es nicht ganz zur Burg passt, aber es ist sicherer. Und davor, so rundherum, sollen ja noch ein Graben mit der Zugbrücke rüber. Ah, mal gut gehen. Das Garagentor ist 5 breit und 3 hoch. Das habe ich mir gemerkt. Müssen wir mal gut gehen. Alter, ich fahre falsch. Ich fahre doch falsch, Mensch. Das war doch da vorne. Gut, gut. Aber das kriegen wir schon hin. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem Garagenplatz-Tor, also wo das Tor sein soll. Und bauen von da aus dann die Mauer weiter. Allerdings möchte ich auch, dass man später auf der Mauer auch laufen kann. Das ist eine begehbare Mauer. Das heißt, sie muss etwas breiter werden. So, die müssen wir mal gucken. Wie machen wir es am besten? Mittig kriegen wir es wohl nicht hin, oder? Doch, wenn ich hier nähe, so, das hier müsste ungefähr die Mitte sein. Zur Straße hin das Torbau. Hier so ungefähr hin. Das heißt, die Bäumchen müssen hier erstmal zusehen, dass sie hier wegkommen. Gut, gut. Dann muss ich mal gucken, dass ich einen richtigen Abstand kriege zur Straße. Kann man nachgucken, wie groß die Zugbrücke ist. Die Zugbrücke, die steht nicht wie groß. Ja, ich glaube, die war 7 lang. Wenn ich mich nicht täusche. 7 lang war die, glaube ich. Das heißt, der Graben darf natürlich nicht ganz 7 lang, weil die muss ja auch irgendwo auflegen und sie muss auch irgendwo draufstehen. Das heißt, hier muss ein 5 breiter Graben später hin, damit es optimal passt. Das heißt, hier wäre die Straße. Hier könnte man noch so einen Bürgersteig hinbauen. Das heißt, hier würde dann die Zugbrücke drauffliegen. Dann bräuchten wir einen 5 breiten Graben. Ich will jetzt nicht den Graben buddeln, aber einmal absticken. So, hier wird sie draufliegen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre der Graben. Und hier würde dann die Brücke hinkommen. Das heißt, hier müsste die Mauer hin, damit die Brücke genau vor der Mauer sitzt. Ja. Bei uns passt das nicht. Und da müssen wir jetzt natürlich... Warte mal, die ist ja 3 breit, glaube ich, ne? So, damit ich ungefähr weiß, wo die Mitte ist. So. Das Garagentor ist 5 breit. Also wäre das 1, 2, 3 und hier auch nochmal 4, 5. Genau, dann haben wir hier nämlich die Mitte. Dann passt das.
Soll ja auch symmetrisch werden. Dann könnten wir hier rein theoretisch schon mal anfangen. Ah, der Ma. Das soll natürlich abgerunden werden an den Ecken, aber drei breit ist ein bisschen. Obwohl drei breit würde reichen, wenn man den Seiten dann so Zäune nachher hinbaut und so. Ja, dann könnte man sie drei breit bauen. So. Das würde dann quasi nachher die Mauer werden, natürlich höher. Aber ich muss hier erstmal anfangen. So, und dann, na, das Stück reicht erstmal. Und das gleiche müsste denn auch hier. Zack. Drei breit. Sonst wird das ja nie was, wenn wir nie anfangen. So, und die Kanten vielleicht einfach etwas abgerundet. Mal gucken. Da vielleicht eine so Türme draus bauen oder so, das werden wir schon hinkriegen. Jetzt machen wir mal kurz Lugi-Lugi. Und zwar, das müsste ja bei rund stehen. Es gab da diese runden Ägien. Ich glaube, das ist nicht rund genug. Das ist eher dafür da, wenn man so mehrere Kanten rund bauen will oder so. Brauche ich jetzt aber einfach nur eine runde Ecke. Ist das die? Glaube ja, bin mir nicht ganz sicher. Nein, das ist sie nicht. Ist ja so. Das ist sie nicht. Eine normale runde Ecke, die ganz bis an den Block rangeht. Nun, die finden wir garantiert. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und man wird hier leicht überschlagen. Gummi, zeig dich, Ege, zeig dich. Ich glaube, die ist das. Oder? Jo, die ganz an den Block rangeht. So. Haben wir jetzt zumindest abgerundete Ecken. Ah, wenn man es komplett rund bauen will, müsste man es größer machen, ne? Aber dann passt ja das Garagentor nicht mehr ran. Das ist das Problem. Das Garagentor soll da ran. Ich will mal was ausprobieren. Und wenn ich dir einen breiter mache zu beiden Seiten. Die Mauer. Warte mal. Der ist er nicht. Der auch nicht. Wo haben wir ihn jetzt? Okay, hier nochmal kurz. So, warte mal. Der war ja nur so halb rund, oder? Ah, der geht auch ganz ran. Was ist denn bei dem anders als bei dem anderen? Der ist ein bisschen runder, oder? Oder? Ich sehe da jetzt gerade doch ein bisschen abgerundeter, sieht der aus. Wenn ich das mal so angucke, hier ist der Bogen größer als dort, ne? Glaube ja. Kann auch sein, dass ich mich gerade komplett täusche, aber ich glaube, der sieht größer aus. Jo. Das müsste man denn erstmal verstärken. Das hier kann man jetzt wieder rausnehmen, das war ja nur Platzhalter fürs Garagentor. Stimmt auch noch mit 5, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 4. So, dann müsste hier noch die Rundung rein. Und da natürlich selbstverständlich auch. Jo. Das Ganze soll natürlich letztendlich aus Beton. Jetzt muss ich nochmal gucken. Hier wäre dann das Garagentor. Ich glaube, das haut so nicht hin. Und ich kann die Brücke doch nicht direkt vors Garagentor setzen. Die muss ein weiter vor. Ah, gut, geht. Wenn hier der Bürgersteig ist, ja, dann kann man die Brücke ein weiter vor setzen. Den muss ich bloß aufpassen mit dem Graben später. Den passt es. Gut, gut. Das muss ich jetzt erstmal festdecken. Wo ist meine gute Nagelschusspistole? Die arbeitet ja jetzt im Turbogang, du. Man kann einfach gedrückt halten. Sehr schön. Ja, das ist doch mal... Das ist ein Träumchen. Das ist ein Träumchen. Das ist eine absolute Traumnagelpistole. Die gebe ich nie wieder her. Die gebe ich nie wieder her. So. Und vor allem, wie die EP hochrast. Natürlich soll das hin und her aus Beton. Das ist klar. Das wollte ich ja ursprünglich gleich aus Betonblöcken bauen. Aber gut, so gibt es wenigstens die EP. Auch wenn es jetzt nicht allzu viel ist. Das ist ein Träumchen. Jetzt regnet das. Hier kommt denn das Garagentür rein. Ich kann jetzt noch nicht höher bauen, weil ich hier sonst die Mitte nicht mehr aufgewertet kriege. Das Ding soll schon massiv. Aber allerdings kann ich halt die Mauer schon mal ein bisschen weiterziehen. So ist das nicht. Den brauche ich einmal die da. Einmal Kobi. Genau. Zack, zack.
Sehr schön. Zugbrücken, so können wir ja jetzt sowieso noch nicht bauen, aber das kommt später auf jeden Fall. Wunderbar. Müssen ja mal anfangen, ja? Ich weiß, habt ihr es wahrscheinlich eher verschwendet, aber ist mir gerade so ziemlich egal. Das stört beim Bauen. So, ja, und Platz haben wir hier ja ein bisschen, ne? Also so ist das nicht. Das soll schon etwas größer werden, damit wir Platz haben. So. Nimm doch mal den Busch der Weg, mein Freund. Sehr schön. Ich glaube, aber unser Holz reicht auch gar nicht. Nehmen wir erstmal die schöne Nagelschusspistole. Du fliegst raus. Du fliegst raus. Du fliegst raus, mein Freund. So. Dann radern wir hier einmal kurz rüber. Das ist sehr schön. Ah, die ist ein Traum. Die ist echt ein Traum, die Nagelschusspistole. Wunderbar. Oh, gut, dass ich sie mitgenommen habe. Das ist ein Goldstück. Das ist echt ein Goldstück, das Ding. Oh, Micky, das ist Rucki-Zucki. So. Oh, wie schnell geht denn damit erst das Reparieren? Gerade bei der Horde hilft die auch zum Reparieren. Wunderbar. So. Ich will bloß jetzt nicht mein Beton, das bisschen, was wir haben, hier verschwinden. Weil wir brauchen es noch für die Horde. Ich will erst die Horde machen. Das ist echt ein Träumchen. Wunderbar. Wunderbar. Gut, das soll noch ein bisschen weitergehen. Der da rum, also das war einmal rundherum. Das ist quasi hier nur der Eingangsbereich. Das dauert noch etwas. Dessen sage ich dir ja, das dauert, bis es fertig ist. Oh, warte mal. Jetzt muss einmal kurz der Baum hier weg. Der stört dezent. Sonst kommen wir hier ja nicht weiter. Sehr schön, sehr schön. Aber was muss, das muss. So. Da noch einmal. So. Jetzt ziehen wir hier auch mal kurz die Blöcke weiter. Vielleicht brauchen wir auch noch so Zwischentürme hier zwischen. Ohne dass so automatische Schusswaffen und sowas reinkommen, damit das auch rundherum abgesichert ist. Natürlich wird das später alles auch ordentlich in Cobblestone und so angemalt. Ich will ja bloß das Beton haben. Es soll ja auch ein bisschen nach Burg und so aussehen. Ne? Und unten drunter kommt dann so ein großer Bunker, wo wir halt Schmieden, Werkbänke und das alles später aufbauen. So, ein paar Blöcke brauchen wir ja noch. Den radern wir hier noch einmal kurz so rüber. Einmal rüber. So, ich befürchte bloß, mir geht vorher das Holz aus. Aber das werden wir sehen. So. Vielleicht machen wir das auch, wenn wir später irgendwann mal genug Stahl haben, auch nochmal aus Stahl. Wer weiß, wer weiß. Schaden kann es jedenfalls nicht. Hier kommt definitiv später, wenn das fertig ist, kein Zombie ohne Erlaubnis rein. So. Wunderbar. Oh, das freut mich gerade. Das ist ein Träumchen hier. Wunderbar. Und das geht da in die Richtung auch noch eine ganze Ecke weiter. Also das kriegen wir schon hin. Ja, wir sind ungefähr gleich. Hier, das denn ungefähr hier auf der Karte, sieht man das, bis ungefähr hier kurz vor die Straße, soll ja noch ein Kram rum. Denn hier hoch, denn hier hinten so einmal lang und hier den auch wieder so rum. Dann haben wir hier eine riesige Fläche. Und das wird in unsere neue Heimat. Dann kriegen wir schon hin. Definitiv. Gut, haben wir ein bisschen was verballert? Holz haben wir noch ein bisschen, aber das wird auf Dauer nicht reichen. Ich pflanze mal kurz die Bäumchen an, das mache ich aber hier oben gegenüber. Zack. Do einmal hin und do einmal hin. So, die denn auch nochmal. Zack. Zack. Do nochmal. Hier geht nicht. Gut. In da. Da. So. Weil Bäumchen braucht man ja immer, ne?
Gut, gut. Den wieder darüber. Mal sehen, mal sehen. Wie gesagt, wir können am nächsten Tag eh nichts machen. Der kann noch ein bisschen... Ich muss den Stall zwischendurch mal gucken. Hier brauchen wir natürlich auch eine anständige Einfahrt und alles rein. Das ist klar. Das kommt aber alles noch. Dann bevor heute erstmal am Ende... Den mal gucken. Ich werde nochmal beim Stall gucken. Notfalls noch ein bisschen einsetzen. Wir dürfen schließlich nicht vergessen, weil wir die heute Tag 21 haben. Aber das kriegen wir schnell hin. Heute ist aber erstmal am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Jetzt wisst ihr zumindest ungefähr, wie ich mir das vorstelle. Bloß es dauert halt mit dem Größenformat etwas. Aber wir haben ja Zeit. Gut, also bis zum nächsten Mal. Jessie.